Und willkommen zurück zu Card Life. Ich drehe meine Kamera gerade und kann durch die ganze Map gucken. Wie geil ist das denn? Das ist ja cool. Wo geht's denn hin? Das Coole ist, dann sehe ich mal, was hier nebenan ist. Ich weiß, wo... Mach das mal. Drück mal F8 und dann dreht man die Kamera. Ich habe gerade jetzt gerade irgendjemand neben mir kämpfen sehen. War hier gerade jemand? Ruffy, warst du in der Nähe? Ich könnte sein. Ich habe gerade einen Kobold verprügelt. So lustig, da kann man ja genau gucken, wo man hinarbeiten kann. Stimmt. Dex, ich habe das gerade gemacht mit F8 und da ist gerade ein blauer Kobold hinter mir erschienen. Jetzt bist du tot. Krass. Nein, ja, teilweise kann er auch sein. Hey, wisst ihr, wie weit wir noch vom Boden weg sind, wenn ich mir das mal angucke? Unter mir ist ein blauer Roboter, der da rumkraxelt. Okay. Unter mir ist ein gelber Roboter. Ouch. Und ein blauer Kobold-Dings. Blöd. Das ist ja wie X-Ray in Minecraft. Ja, wie schon. Krass. Da unten brauch ist irgendwer gerade Steine zum Bauen? Oder sind alle am Buddeln? Buddeln. Weil ich sehe nur noch Steine, wenn du weiter runter guckst. Was habe ich denn da gefunden? Ist das ein gelber... Ich glaube, das ist ein gelber Roboter. Yeah. Ja, das ist der kreisförmige, ne? Der Uhrwerk-Roboter. Das ist so ein Wächter-Dingsbums und die sind ein bisschen stärker. Wächter-Roboter. Aber das ist noch okay, die kann man noch... Davon Elite zu kriegen, der ist gut. Hatte der ich ja gehabt beim letzten Mal. Hatten wir gehabt, ja. Das ist gut. Also ich erinnere mich zumindest an den Kampf, ich weiß nicht, wer die Seele hatte. Ich habe zwei, ne, drei. Kann mich wer abholen? Nö. Einfach mal, nö. Zu weit weg alle. Also ich auf jeden Fall. Ich bin in einer anderen Höhle, deswegen. Hier, überhaupt vom Weiß verloren, glaube ich. Ne, ich bin auch. Am Popo der Welt, ich nehme mich weiter ins rote Gebiet. Vorgedrungen. Ich glaube, ich habe gleich Probleme, weil ich nur noch blaue Kobolde habe. Ich weiß, wo Dex sich eingebuddelt hat. Ich kann dich abholen, komm. Das kannst du gar nicht, einfach nur geradeaus muss ich laufen. Ja, ich bin jetzt die Treppe runter. Und ja, genau, da bin ich. Siehst du mich? Du bist gerade am Kämpfen. Erst, ja, jetzt sehe ich dich, aber erstmal sehe ich den Kobold hier vor mir. Ja, ich habe einfach geradeaus gebuddelt und das ist voll lustig, weil ich komme meistens immer in irgendwelchen Höhlen vorbei oder irgendwelchen Adern und es geht weiter, tiefer weiter. Immer bis zum Ende der Welt. Ja. Das ist unsere Höhle. Oh, ich habe mich zu unserer Höhle vorgegraben. Absichtlich. Warte, hat er gerade deine Armbrust gespannt? Nee. Nein, ich habe gerade meine Spitzhacke zerhauen. Da war ich das wohl selber. Lass mich in Ruhe, du blöder Goblin. Ich brauche eine neue Spitzhacke. Auch hübsch. Hat jemand gerade irgendwas verprügelt? Ja, das hört man leider immer ziemlich nah. Aber das ist immer ein bisschen irritierend. Wenn es aber ganz laut wird, dann ist das wirklich dann schon in der Nähe. Also fast, sagen wir mal, bei dir. Aber ansonsten hörst du das eigentlich schon auf eine lange, weite Distanz hört man das. Ein bisschen Holz dabei behalten sollen. Ich hab was, kannst du wieder haben. Was fehlt mir denn sonst noch für eine neue Spitzhacke? Ich bräuchte was zu essen. Habe ich auch nicht. Toll, voll gut vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin unterwegs und habe nichts dabei. Nee, ich wollte einfach nur die Treppe unten weiterbauen. Er gräbt sich mit bloßen Händen weiter. Ich habe mich zur Spinne vorgegraben, die kam gerade zu mir. Hallo Goblin, wieso stehst du an der Oberfläche hier? Goblin. Und wieso? Ich weiß, dass du da bist, du kleine, dreckige, ach, hier ist die Treppe. Fiese, blöde... Spinne. Ja, Dex. Ein Kobold durch die Gegend. Okay. Geh doch mal in die andere Richtung. Nee, ich meine jetzt nicht mal den Fehler, den wir in der Stone-Höhle gemacht haben. Ein Stein abgerissen, auf einmal war Polen offen und dann kamen sie alle da rein, ey. Polen offen. Ja. Dann waren die fiesen Sachen auf einmal in der gleichen Höhle wie wir. Ja, wir wollten uns eigentlich verstecken. Dann waren wir draußen tot, dann waren wir wieder drinnen und tot, dann... Ja. Und es ist weggebracht. Haha, du kommst hier nicht rein. Haha, du kommst hier nicht rein. Nein. Upsala, sorry. Haha. Hat er mir... Kommt da rein. Alter.
Was war das für ein Schrei? Ah, ich hab mich voll erschrocken, ey. Auf einmal kommt da so ein Blauer um die Ecke und guckt dir so rein, ey. Schock fürs Leben, ey. Ja. Immer vorsichtig mit dem Betrunkenen. Aber die Nachbarn sind alle hier ein bisschen komisch. Hat jemand, spielt jemand mit Boxen? Dann, Nope. Boxen? Boxen? Dann sagen die mich jemand. Achso, nein, ich bin am Verhungern. Nein. Achso, du meinst laut? Nee. Oh, 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 oh. Warum ist immer, wenn ich mich umdrehe, ein blauer Goblet hinter mir? Ich glaube, langsam sollte ich mich nicht mehr umdrehen. Leute, weißt du, wie viel Leben ich habe? 2. 0. Das ist schlecht. 0 Leben. Aber du lebst? Ich habe nur Leben. Ich brauche Essen. Ach, geh weg hier, du. Goblin. Wenn du, wenn du die Treppe wieder findest, Dex, ich glaube, ich habe was zu dann dabei. Ja, ich habe ein paar Bärchen. Ja, aber Bärchen? Habe ich Bärchen? Ich habe jetzt gerade Vergammelfleisch gegessen. Was hilft auch erstmal kurz, aber es hilft nicht beim Leben. Der zieht dir Leben ab, aber gibt dir Hunger wieder. Das ist. Wie kann er dir Leben abziehen, wenn du nur Leben hast, Dex? Nee, ich hab. Ja. Lauf hoch, noch ein Stück hoch, da ist der Raff. Stell dir bildlich vor, wie ich auf der Treppe liege. Oder ist das schon wieder so eine, ich kann nicht sterben. Ein paar Bärchen mal. Ja, Dextrosen. Oh. Wenn Dex jetzt schon wieder nicht mehr sterben kann, ich fange keine neue Session an. Hast du mir Gammelfleisch hingeschmissen? Ah, jetzt habe ich Nein, einfach Bärchen. Hab ich getauscht. Gammelfleisch. Du wolltest mich vergiften, ich habe es genau gesehen. Danke dir übrigens. Ich hab dir gute, frische Bärchen gegeben, also ehrlich, mal stell dich nicht so an. Gute frische Gammelbären. Die schwarzen. Die schwarzen Bären. Da wollte ich mich zähmen. Gammelbärenbande. Die Dönerbären. So. Gammelbären. Das gefällt mir voll hier mit der Treppe. Ja, ich versuche auch gerade die nächste. Das ist voll angenehm. Tief runter. Allertag! Ich muss da draußen. Ich greife jetzt alle für alles an. Ich brauche Fleisch. Allertag! Wie viel Gold brauchen wir nochmal für den Spitzhacke? Okay. Spitzhacke, ich glaube 12 brauchst du. 12 Bar. Da so doppelt musst du die. Ja, 12 Bar musst du dann doppelt rechnen. Ich glaub, die nehmen mal 2 Stück weg. 2 Erz. Das heißt. Oh, die geben nur gar nicht. Ne, du brauchst 24 Stück dann. So drumrummelig. Achso, hab ich ja schon. Bin jetzt schon bei den 60. Na, siehst du. Wenn ich lebe, bring mal Gold. Auch nur Gammelfleisch. Gib mir mal richtiges Fleisch, Leute. Wenn ich rauskomme, dann ja. Nur wenn das nochmal rausschlappt. Das ist das Ding an der Sache immer. Nur wenn ich es Leben drauf schaffe. Ich hab mich vorhin, wusste ich noch ungefähr, wo ich war. Jetzt bin ich wegen Status Gnome angelangt. Ah, okay. Ich weiß nicht, wo ich bin. Man könnte ja fast behaupten, das wäre eine Band aus den 70ern. Ah ne, die sind ja Status Quo. Oh, wollte ich gerade sagen. Oh. Aua. Ja, aua. Schlechte Wortwitze gibt's hier kostenfrei. Aua. Und für frei. Bier. Und für umsonst. Frei Bier? Das ist gut, ne? Da sprechen sie alle drauf an. Da kriegt man die meisten Klicks für. Yeah. Yeah. Einschalten. Frei Bier bekommen. Ich schalte aber immer ein. Ich habe noch gar kein Bier bekommen. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich nicht lüge. Das steht ganz unten in kleingedruckt. Woanders, ne? Das steht kleingedruckt. Und wirklich hat halt Dex ganz die Finger übergerollt und spielt so. Ja. Das ist sportlich, die ganze Zeit. Mach ich auch. Deswegen habe ich auch so ein scheiß Aiming immer in jedem Spiel. Vor allem aber bin ich aber eine in sich stimmige Argumentation. Bin ich aber immer noch stolz? Mein Aiming bei Resident Evil war richtig gut. Ich habe eigentlich ganz gut geschossen. Bei der letzten Folge. Nee. Mhm. Davor war in Ordnung, dann war er richtig gut. Mhm. Und dann kam das nächste Spiel, da war es dann nicht vorhanden. Irgendwann war ich dann bei irgendeinem Teil, wo ich dann so oft gestorben bin. Dann bist du dann irgendwann so genervt und so nervös, dass das dieses schon zum x-ten Mal spielen muss. Dann schießt du deine ganze Munition überall hin, nur nicht auf den Gegner.
Ich will unbedingt mal so ein Baumsäge-Bohrer haben, Ding hier. Kettensäge? Kettensäge, ja, genau. Das dauert noch ein bisschen. Der war ich auch noch nicht. Ich bin gerade bei Kobalt mal angelangt. Das war ja schon. Nee, aber überhaupt nicht. Vorher gibt es, glaube ich, auch noch so einen Bohrer für den Baum. Oder Kettensäge noch. Kann ich rauskommen? Sind die blauen Kobolde weg? Nein. Wenn die Kobolde die antworten, dann bleib am besten. Ja. Komm raus! Ist genauso. Sind alle Gallier weg? Voll die Scheiße. Nein. Okay. Noch einer ist da. Und alle Römer weg? Ja. Jetzt ja. Wo sind denn jetzt die Tiere, die man essen kann? Da hinten kommen sie endlich. Kommt her, die Schweine. Ach du Scheiße. Brot ist hier nicht direkt. Oh nein, hier fällt mir direkt in so ein Loch. Achso, ein Prototyp-Roboter macht keine Angst. Mehr. Ja, weil die sind ja sowieso riesenklobig und kommen da an jeder Ecke immer nicht vorbei. Nee, auch im direkten Nahkampf habe ich keinen Schiss vor dem Ding. Naja, ich noch nicht mit 900 Leben. 994. 7 mehr Leben als ich. Und ich habe die auch bisher alle gekillt. Im 1 zu 1. Das deswegen. Aber es ist aber auch wirklich, wenn man eine Eisenwaffe dann benutzt, ist das schon mal ein ganz krasser Unterschied zwischen einer Steinwaffe halt. Ja, ich kämpfe mit einer Goldwaffe. Ja, das ist ja noch was anderes, ja. Ach, da hat Gnome weiter gebaut. Ich glaube, da brauchst du, glaube ich, ja. 2 Schläge weniger als ich sogar. Putze jetzt hier einfach immer weiter runter. Ja, ich tucker dir einfach hinterher und sammle alles. Das zahlen einfach 6 Karten. Das ist auch eine. Also ich muss auch. Auch dafür, dass wir die Treppe so bauen, dass man nicht irgendwelche Kristallspots zuhaut damit. Ja. Du musst nur wissen, wenn jemand vor dir da gewesen ist. Ich folge jetzt einfach deiner Grabspur und baue da eine Treppe runter. Kannst du gerne machen, ja. Kommst also du ein paar Höhlen komme ich da vorbei. Ja. Ein paar. Bin ich noch nicht reingegangen sogar. Ich bin einfach nur daran vorbeigekratzt. Das war hier so viel das Fleisch. Ist ja genau der Ansatz, dass man halt hier einfach mal erstmal runter und dann kann man auch alles erkunden und hat aber immer halt den Ausgangspunkt. Ach, Dex, was Fackeln sind schon der Ausgangspunkt? Die Fackeln? Nee, es reicht nicht. Oh, ich hasse es, wenn die Tiere sich irgendwie durch den Boden zu dir hochbacken. Ja, aber die tun ja nichts. Doch, ist zwischendurch schon. Ich hatte es bestimmt noch nicht gehabt. Doch, ich gerade bin schon beinahe abgeschaut, deswegen bin ich mal wieder. Oh, was habe ich denn? Verdorbene Spinnenpanzer. Ja. Ich weiß gar nicht mal, welche Verzauberung war das denn? Dann, wenn die Wölfe erschlagen werden. Hier hört es dann auf. Okay. Ein paar Chance. Wenn die Wölfe erschlagen werden, das finde ich dann auch schon irgendwie makaber, wenn die so heulen. Oh. Die armen kleinen Wölflies. Die können doch nicht. Lass das nicht Akuma wissen. Hallo Roboter. Ich würde gerade sagen, hallo Akuma. Huh, was steht denn die hier neben uns? Hau den Wolf. Wie ist eigentlich der Typ nochmal, der bei uns auf dem Server bei Staffel 3 gewesen ist? Das ist doch mein Kopf. Ist, Sohn, weißt du noch? Der, wo wir plötzlich auf unserem privaten Server? Ach so, nee, das war nicht Staffel 3, das war bei Olympus. Bei Olympus? Voll Hammer, ey. Wir kommen an so einem Gebiet vorbei, auf einmal ist dann eine Bude, ein Haus. Und wir wussten nicht ganz, wer hat die denn gebaut? Dann gehen wir dorthin, konnten wir nicht aufmachen, waren nicht die Owner. Hä? Wie sind das auf unserem eigenen privaten Server? Und dann war nicht geschützt oder was? Der hat das Passwort geknackt irgendwie. Nein, wir hatten ja kein Passwort, wir hatten ja hier Privatdinger, Whitelist. Joints. Ja, und dann, okay. sind wir mit Admin Mode rein. Und dann lag der da und hat dann auf unserem Server gespielt. War Level, weiß nicht, 14 oder so? Ja, war bei einem eingeloggt und kam dann nie wieder rein. Fand ich voll lustig, ey. Aber wäre cool gewesen, wenn dann irgendwann mal ein Dino an dir vorbeigeritten kommt. Also ich habe ihn ja auch gegrüßt im Let's Play und ich habe auch dann, glaube ich, gesagt, er sollte gerne nochmal online kommen. Er könnte auch gerne mal ein paar Folgen mit uns spielen. Ich fand das nicht voll cool. Das ist cool. War richtig frech, aber fand ich gut. Nein, weg. Ich hasse das, wenn sie sich hochpacken. Nein, wer kämpft dagegen meine Tiere, die ich essen möchte? Ich. Möchtest du ein Stück abhaben?
Wäre ich damit das Fleisch Kobalt, zum Runter. Kobalt gefunden. Ich möchte bloß Kobalt. Die Hauer davon. Ich bin voll. Ich sammle Fleisch. Ich bin voll. Schmeiß die auch mal weg. Gestorben. Denn ich weiß immer noch nicht, wofür dieses Gammelfleisch gut sein soll. Nee, ich weiß auch nicht. Ich werde weg. Also, Trepp ist aber auch echt ein Gegnermagnet. Hast du ja, man hört irgendwie. Hier vor dir stehen. Ich war gerade bei meinen 2 gelben Roboter und 3 Kobolden mal wieder. Irgendwie gehe ich tiefer statt höher. Irgendwas stimmt da nicht. Aber ich habe den Bildschirm falsch rum. Ja, das ist die Lösung. Einfach Mund umdrehen, dann geht das wieder. Aber man muss aber aufpassen, wenn du ans Meer gehst, nicht, dass das Wasser rausläuft. Oh ja. Ganz große Falle. Naja, das passiert immer mal wieder. Im besten Schleuten. Ist doch bei Pink Punk Panther, als das Bild schief gegangen ist, das Wasser rausläuft. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist wirklich. Nee, ist es gar nicht. Ist noch voll verfügbar. Es ist, kommt in Usen. Einigen Diskotheken, in denen ich früher war, Rausschmeißer gewesen. Da. Ja, du musst raus. So, ich brauche Tiere zum Essen. Wait, halt, ich habe doch hier noch irgendeine Sorte Beeren. Ja, ich habe noch eine Sorte Beeren. Willst du den Bär essen? Ja, halte ich auch für vorteilhaft, aber ich meinte jetzt erstmal das, Bär. Das Gemüse hätte ich. Ist ja die gesündere Variante, Beeren zu essen. Fleisch. Ich wollte sagen, hier musst du ja nicht so gezielt auf deine Ernährung achten. Nee, oh Gott. Nee, nee, Gott sei Dank nicht. Oh, schade eigentlich. Mhm. Jetzt weiß ich, warum ich den Ausweg nicht mehr gefunden habe. Ich hab's. Wer boxt denn da? Ach, das ist der LOL-Schwertträger. El Lolo. El Rollo Lolo. Geh mal wieder auf Kramjagd. Rollo. Kram. Ja. Und denkst du, die Schaufel ist ganz gut für schwere Erde, weil da brauchst du ewig mit der Spitzhacke. Okay. Ach, nee, geht's der wollte auf mich. Das der hat mich zuerst angehittet. Ach, schießt du gerade mit einer Armbrust? Mhm. Nee, voll im Boden. Ja, du hast das LOL-Schwert in der Hand dabei. Mhm. Ist da LOL drauf? Ja. LOL. Ja, LOL. Lolo, Rollo. Troffel, er hat LOL gesagt. LOL, er hat Troffel gesagt. Wir rennen nicht weg, Krabbe. Ich will die okay, essen. Da ich will die aus. Essen. Glaub, jetzt lauf doch nicht so weg so schnell. Stell dich mal nicht so an. Ist doch nur ein Biss. Ja, ich würde sagen, du willst es doch auch. Du willst es doch. Jo, lass meine Krabben in Ruhe. Oder teil wenigstens die. Ich suche nur die. Die Scheren kannst du haben. Die Scheren. Auch ich will Scheren. Essen. Krass, du hast ja schon bis hier unten gebaut, die Treppe. Ja, ja. So schnell, dass es nicht. Jetzt habe ich aber keine Treppen mehr. Oh, oh. Wer hat das hier eingerissen? Oh, oh. Hier hat jemand was eingerissen. Das hätte er nicht einreißen sollen. Schnell wieder zumachen. Keine gute Idee gewesen. Wer hat das hier eingerissen? Ich habe extra. Nein, jetzt habe ich auch kein Material dafür, oder was? Scheiße, zu. Hat der Herr Dextrose wieder alles kaputt gemacht? Nee, hat jemand. Ich habe, glaube ich, eben ein hallo, bisschen Stein denn? Abgearbeitet, was er wieder. Oh. Als Sicherheitspanzer haben wollen würde. Fuck. Das Lustige ist gerade, immer wirklich schon das fünfte Mal, ich drehe mich um, ich sehe was Blaues. Ich bin mitten in der Höhle, wo nichts ist, und der steht hinter mir. Er tut mir nichts. Ja, weil er einfach da hochgebackt ist und bleibt dann da. Hochgebackt. Und kämpft nicht, weil er. Doch. Oder er steht einfach nur, weil sich irgendwo festgebackt hat. Das passiert leider auch. Sollte ich mich wegbewegen, greifen die mich an. Oh. Hallo, blaue Roboter. Eiferschildkröte. Hm, die sind gut, die haben viel Rüstung. Ja, will ich haben. Zurück, will ich haben. Blaue Roboter. Warum nimmst du keinen Kopf ab? Alpha Crabs. 2 Alpha Crabs. Mal gucken, ob da einmal eine Schere drin ist. Nicht getroffen, verdammt. Ich. Blonk. Kaputt. Kaputt gegangen. Ich schlag dich, Fett Roboter. Komm, ich mach dich. Mit Faust. Mach dich fertig. Mit Faust. Au. Krabbensäge. Krabbenschere. Nice.
glaube, ich habe eine Session wieder voll. Nee, eine. Okay. Jetzt will ich mich, glaube ich, endgültig verlaufen. Wie kommen wir noch durch? Das gefällt mich gar nicht so. Ja, so. Ich krieg ihn getroffen. 3350 live. Ja, runterkloppen. Ich mach 20 Schaden oder so. Aber ist egal, solange runterkloppen. Ich glaube, ich krabbel mich einfach an der Stelle hier wieder hoch. Oder einfach einbacken. Ja, hab ich versucht, funktioniert nicht. Einbarken. Achso, die Frauen haben's ja nicht so mit dem Einbarken oder was? Aha. Kannst nicht sagen, ich habe kein Auto. Ha, jetzt steht da gut, jetzt krieg ich nicht raus. Wo ist denn mein Auto? Aus gutem Grund wahrscheinlich. Ich bin ein ganz lieber Mensch. Ich würde auch niemals mehr umfahren. Nur ein Chor. Nicht absichtlich. Jetzt, also ich bin jetzt in 5 Minuten fertig mit dem Roboter dann. Da werden wir wieder bei der Witzaktion mit dem. Hoffentlich hält das Schwert. Mit der, das sind meine Fäuste. Achso, oh ja, das dauert lange. Ein gelber Wächterroboter. Und weiter nach oben graben. Verdammte Krabbe. Ja, und eine Schere. Juhu. Also wer braucht schon Goldwaffen, wenn er seine Fäuste hat? Wie haut der da hinten auf dem Eisen, auf so eine Eisenblechbüchse drauf? Das bin ich! Meine Güte! Da scheppert ja bis nach hier! Okay, ich habe ein kleines dezentes Problem. Was denn? Ah, jetzt kann ich mehr graben. Ich wollte gerade sagen, du hast einen Vogel. Du hauchst einen Vogel. Ja, ich schieß auf dem Vogel rum. Das Ding ist, ich grabe, aber es, der letzte Schritt, das ploppt nicht raus, sondern es greift einfach. Achso, das hatte ich, hier muss ich neu erinnern. Ja. Also nochmal zurück zum Hauptmenü. Oh Gott. Oh, so, tschüss. Oh, die kommen hier durch. Oh Gott. Was, müssen wir jetzt oben doppelte Tür mit Mörderloch und sowas bauen? Mit Mörser? Mörderloch. Und mit Mörser. Und Minen bitte legen. Mörderisches Mörserloch. Piu, 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 nein, piu. Ich frage dich jetzt nicht, was ein Mörserloch ist. Du wolltest sagen, du hast die Zeitfinger nicht in jedes Loch einstecken, oder wie war das? Nein, du solltest bloß danach nicht dran riechen. Bam. Oh mein Gott, Leute. Ich stelle mir das gerade schwierig vor, wenn du deinen Finger in dein Fleisch. Egal. Aber der ist halt nicht mehr da. Doch, die ganze Reste hier unten, die durchkommen, kannst du dran riechen. Ah. Ich hab's direkt gelockt. Oh, der Goblin will da nicht mehr, den schlag ich jetzt auch noch kaputt. Wer hat sich denn hier runtergegraben? Raffi bestimmt, ne? Was, wo? Ich versuch mich gerade wieder hochzukommen. Nee, nee, unter, hinterm Haus so. Aus Sicht des. Nein, nein, wenn man. Strand, Richtung Strand. Richtung Strand. Achso. Hier ist ein kleines Loch, das hat schon jemand vorgebuddelt. Das weiß ich nicht, aber ich bin irgendwann hier hinten wieder rausgekommen, so in Sichtweite vom Haus. Du bist hinten rausgekommen, also weil jetzt würde ich mir Gedanken machen. Jetzt sehe ich gerade deinen Jagdsitz. Sieht gut aus. Ja, ich hätte lieber eine Leiter gehabt, anstatt hier so einen schönen Hochweg, aber naja, ist aber auch okay. Mhm. Kannst du ja eine Leiter zeichnen, den du. Ja, aber leider geht das nicht. Also zeichnen ja, aber. Kannst halt nicht hoch. Kann man nicht nutzen. Aber optisch sieht's dann gut aus. Ja, aber optisch. Aber kommst du nicht hoch, super. Aber optisch sieht's gut aus. Oh, ich muss Holz schon wieder holen. Mist. Also Dex, du glaubst, ich bin gerade an den Ort gelangt, wo der Traum deiner Goldnichte ist. Die ganzen Wände sind aus Gold. Würdest du es wiederfinden, ist die Frage. Hey. Ja. Don't, das ist kein Gold, das ist Sand. Ups, ach ja, stimmt ja. Katzengold, er hat sich bis zum Strand vorgebracht. Nee, das ist kein Sand, das ist Katzengold. Also. Also das Gold möchte ich nicht haben. Katzengold. Ja, was ist das?
Ich sehe Tageslicht. Oh mein Gott, ich hab's hochgeschafft. Muss ich nur nach oben kommen. Also kann man vielleicht auch seine Leiche sehen mit dem F8? Kann ich dir zeigen, komm mal hoch und dann zeige ich dir, wie ja, du dann... Zeig ich dir Leiche. Oh, ich bin gar nicht so weit von unserem Haus entfernt, ich bin am Start gelandet. Nee, meistens bist du echt nicht weit weg. Finde ich eigentlich vorteilhaft. Oh mein Gott, wo bin ich jetzt hier gelandet, ey? Das macht mich voll nervös, ey. Ich wüsste gerne auch, wo Hallo, ich da gelandet bin. Au. Ich bin wieder daheim, ich hab's geschafft. Also ich sehe hier ohne Ende Eisen, aber ich will erstmal hier nicht hin. Achso, weil du gar nicht da bist. Weil ich will nicht hin. Nee, ich grab einfach geradeaus runter. Achso. Mich interessiert eigentlich jetzt die ganzen Höhlen, die ich jetzt hier mit aufreiße, nicht. Das können wir im Nachhinein noch machen, aber es ist echt gefährlich gerade hier. Das ist meistens so. Ja, so sind sie, die Italiener. Einfach aufreißen und dann links liegen lassen. Hier sind die Straßen bei uns auch so. Aufreißen und einfach ein Loch lassen. Da wird es ein bisschen mehr Spaß beim Fahren. Ja. Abenteuer, ne? Offroad-Geländesturz. Erst, was ich sehe, wenn ich in die Höhle reingehe, ein Roboter. Ja, aber immer doch. Dr. Robotnik. Oh ja. Oh, Sputnik. Ja. Von der Zeiten. Ach, das war. Es gibt schon schöne Spiele. Also Mega Man war Sonic-Spiele. Also Mega Man war jetzt nicht einer meiner Favorite-Spiele. Das war so ein schweres Game. Ich hab das so oft versucht. Ich war bis zum ersten Boss irgendwann gekommen und hab's dir gesagt: nein, Gold! Ich bin zu doof dafür. Ach so, das Eisen lässt er links nicht, aber beim Gold flippt er aus. Ja. Da fängt er an irritiert zu das jetzt irgendwen? Ja, nicht wirklich. Vor ein bisschen. Du weißt doch. Ich kann die Golden Nuggets riechen. Oh, weißen Stich, das ist gut. Zum Glück verstehen das jetzt die jüngeren Leute jetzt unter uns nicht, unter meinen Zuschauern. Ist das alles in Ordnung? Ist alles doch noch jugendfrei? Also, solange es nicht verstanden wird. Also google es dann jetzt, einfach. Jetzt wird es erstmal recherchiert, genau. Weißt du, zum Henker meinen Nuggets riechen? Ich rieche die Nuggets, das ist ja... Ja, es gibt Hunde, die durch Trüffel riechen, dann müssen wir auch Hunde machen, bekommen. Nee. Hunde machen. Nee, da hast du schon recht. Ja, so ein Pet Sam wird auch mal nicht schlecht. Ja, das soll ja noch kommen. Hab ich so im Kopf. Aber ich hab so Angst, hier runter zu gehen zu dem Gold, weil ich müsste dann in so ein Loch springen, das möchte ich aber jetzt ich nicht. Ich hab gerade einen Alpha-gelben Roboter gesehen, als ich durch die Welt gebackt bin. Boah, das, den solltest du legen. Ja, ich weiß nicht, warum ich hab durch die Welt gebackt. Ja? Ja, nicht ganz. Du wolltest doch Krallen haben, ne? Ja, und du benutzt einen Bogen, ne? Ach Krall, da hab ich irgendwie 6 Stück irgendwo rumliegen. Ja, jetzt bist du kopflos, wer auch immer vor mir steht. Ich bin das. Oh, Raffi. Okay. Hier drüben liegt eine Kiste für dich. Chor. Cool. Oh cool, danke und danke. Cool. Hast du ein paar aufgesammelt? Warte mal, dann lade ich nochmal neu rein. Ja, scheint so. Einfach so im Vorbeigehen. Wahrscheinlich. Boah, ich bin so nervös, weil es alles komische Geräusche. Es machen so viele komische Geräusche hier unter mir. Wenn du die Angst etwas besiegen willst, stell's leiser, die Musik. Es ist auch viel besser, wenn du dann von hinten angehittet wirst oder hörst eher, wenn jemand auf dich zukommt. Weil du hörst nicht alles so super laut gleich. Alles, was von hinten kommt und irgendwas mich anhittet, dann werde ich nervös. Ja, da solltest du auch nervös werden, wenn es dich anhittet. Ich hasse diese dünnen Bodenstellen, wo du scheinbar drüber laufen kannst, aber gleichzeitig wieder nicht. Mhm. Hm. Willst du drüber laufen, rutscht dann auf der Seite weg. Ja. Ja. Sehr unangenehm. So, dann werde ich mal ein paar Bäume töten. Boah, gehen. Ich bin in dem Gebiet. Dann kann ich neue Treppen bauen. Ich hab ja aufgerissen, aber immer nur so eine kleine Lücke immer. Das heißt, die Gegner sehen mich. Die sind so am Ausflippen. Die stehen hier an jeder Wand. Oh! Ja. Oh fuck, warum ist die durch?
Wie ist sie durchgekommen? Nie im Leben ist sie durchgekommen! Ich dachte, das war jetzt ein Scherz. Die konnte nicht durchkommen. Die hat aber durchgekommen. Die konnte niemals durchkommen. Die ist einfach durchgebackt. Da gab es gar keine Stelle, wo die... Scheiße, ich bin am Arsch. Denkst du, das ist was ich meine? So, Köchel, habe ich jetzt wieder einen Kopf. Lass mich doch raus. Nein, ich bin hier tot. Ich bin tot. Nee, du hast auch keine Rüstung. Du bist voll knackig für mich. Geh mal zu Gnome, vielleicht sieht dich Gnome komplett. Wo ist er denn? Ich komm auch gerade draußen am Bäume oben. Ich komm gerade zum Haus, wenn du ein Haus bist. Ohne Kopf und ohne Rüstung. Du hast aber auch keine Rüstung an. Ich bin ja auch nackig. Bei mir ist es Absicht. Ja. Ja, ja. Jeder hat seine eigenen Gründe, nackt zu sein, ne? FKK Stone ist mal wieder unterwegs. Ich erinnere da auch nur an. Ich hab sie getötet. Blöde Vieh. Nee, Raffi weiß schon, was ich meine, wenn ich arg sage. Herzinfarkt. Arg. Ja. Arg ist hart. Hart zu allem, ja. FKK Knummi. Mhm. Erst wurde ich betäubt und dann wache ich nackt wieder auf. Warum zum Enker bin ich? Ich stelle keine Fragen. Nee, ich stelle auch schon keine Fragen mehr. Ich werde ständig irgendwie mal betäubt geschossen und dann habe ich irgendwelche Dinge im Inventar oder. Was mich gerade wundert, sieht man jetzt auch die strahlende Kiste von anderen? Ja. Jede also Kiste. Müsstest du, ja. Siehst jede Kiste. Ja, ich habe mich gerade gefreut, dass mein Loot da in der Richtung muss nach unten kommen und dann. Nein, ist es nicht mein Loot. Wie ist die. Wo ist die bitte hergekommen, die Spinne? Das ist nur eine! Hinter mir, die lässt mich hier nicht vor. Wie ist die für. Wie ist zum Geier bist du. Lauf, Dex! Lauf! Ich komme jetzt nicht mehr, die steht genau im Weg. Die lässt mich nicht raus. Weg. Krasse. Ich muss hier, glaube ich, mal hier zumachen. Ein goldener Roboter direkt hier vor der Tür. Ich muss hier mal zumachen. Dex, wenn du so viel Spaß haben willst, kannst du einfach bei mir reinkommen. Das ist ganz einfach. Kalt, du Spinne! Ich hab nicht jemand, der die Viecher ablenkt. Ich weiß nicht, was? Kalt. Die Viecher ablenken? Ablenken ist auch, aber. Versuche. Du meinst, ein Goblin-Wilder ist auch noch hier. Alter Schwede, 2400 Leben. Schaff dich zu Brei. Goblin. Da. Das brauche ich. Oh. Und weiter runter. Und. Hast du das untere Ende hier weitergearbeitet? Ich bin weiter, ja. Ah, okay. Ist ein bisschen schief gelaufen. Also, ich bin ein bisschen schief runtergearbeitet. Gewickelt. Aber, naja. Wie viele kommt denn hier noch? Alter, ich habe jetzt 5 normale Kobolde einen schon vor mir. Oh, das waren erstmal genug Emmerdams. Das erste. Oh, Goldmumps. Dann geht der Schaft nicht lila. Nee. Doch. Amethysten. Ich habe Amethysten auf meiner Reise mitgebracht. Nur Leben bitte wieder auffüllen. Danke. Oh, ist das geil gerade. Als ob da jemand mit einer Harfe spielen würde. Voll cool. Oh, ich gehe mal jetzt mal ganz kurz nach oben. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen. Oh, Junge. Verschnaufen? Ja, die Spinne, die plötzlich da durchgepackt kam. Was für nicht. Der Loot war aber jetzt nicht so groß. Aber ich habe jetzt links und rechts sind hier überall. Ich habe alles zugemacht hier, ne? Da kommt man übrigens raus. Das ist nicht gut. Das sollte eigentlich zu sein. Achso, du hast. Es gibt Gründe, warum das hier so dicht ist. Ja, es ist. Also du musst ein bisschen aufpassen. Die Wände würde ich nicht aufreißen. Vielleicht nur ein bisschen breiter machen. Aber ich habe nur alles links und rechts immer zugelassen. Also du siehst immer die kleinen Lücken überall. Das habe ich extra so gemacht, weil ja alles voller Goblin-Wilderer oder Spinnen sind. Die wollen ja ins Leder. Hier oben schon. Nee, Leder. Ab der nächsten Etage, glaube ich, da wo du runter gehst. Ja, okay. Hier ist mein Leder. Achso, und natürliche Fasern brauchen wir. Natürliche Fasern. Natürlich. Natürliche Fasern.
Weil die unnatürlich-türlichen Phasen sind nicht so doll. Ja, dann hast du Deckenbeleuchtung. Ja, jetzt. Oh, ich habe gelesen. Kannst du das Leben auch irgendwann auffüllen, automatisch, oder musst du was essen? Nee, du musst was essen. Deswegen, deine Stamina geht ja auch komplett weg dann. Ah, die Fackel steht im Weg. Schlecht. Dann brauche ich was zu essen, bevor ich nochmal runtergehe. Wer kannst du von mir haben, gerne, wenn du möchtest. Wo bist du denn? Hey! Ich bin im Haus gerade. Ja. Die Tür vor der Nase zu klauen. Hallo? Fackel? Okay, okay, entfernen? Ja. Ich kann die Fackel nicht entfernen. Das ist ja doof. Mit entfernen geht das nicht? Nee, irgendwie nicht. Soll ich runterkommen? Oder muss ich dafür die Spitzhacke aus der Hand nehmen? Ich weiß es nicht. Ich komm mal runter und guck mal, ob ich da was. Komm mal gucken. Ich check das out. Nämlich so ungefähr 5 Pixel zu nah. Oh, hier sind 2 Bärchen. Hallo Bärchen. Krabben. Nee, krieg ich nicht. Komm runter. Wo? Diese hier. War vielleicht auch keine Animation bei mir. Ja, wundervoll. Okay. Kann ich nämlich hier, halt. Seltsam. Was machen. So. Das ist nur noch eingeloggt oder spielen wir schon wieder viel zu lang. Noch eingeloggt. Das macht auch viel Spaß. Das Spiel gleich mal starten vielleicht. Das macht viel Spaß und das geht super schnell. Ich geh auf Seite, sorry. Ich geh auf Seite. Ja, alles. Ich sah so aus, ob du irgendwie weiterarbeiten wolltest. Ja, wir sind schon fast 40 Minuten wieder. 40 Minuten Folgen ist schon wieder viel zu viel. Also. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin haben wir die ganze Cardlife-Welt untertunnelt und untertrippeliert. Aber also, ja. Wir wollen doch hier mit Anstand im Untergrund wandern. Richtig. Verstanden? Wissen wir wenigstens, wie wir schnell. Wo dann wissen wir wenigstens den Weg, den wir laufen müssen, wo wir gestorben sind. Also, wo unsere Leiche liegt. Und ein Baum ist gefallen. Bis denn. Und Daumen hoch. Und dann. Und tschüss. Bis dann. Genau.